Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 202. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns den Sieg schenken möchtest und danke, dass der Sieg vollständig sein kann, weil du es verheißen hast. Danke, dass wir wissen dürfen, dass wenn du für andere Menschen mächtig wirkst, die dich nicht einmal richtig kennen, dass du umso mehr mächtig für uns wirken kannst und möchtest, die wir dich persönlich kennengelernt haben. Sprich auch heute durch dein Wort zu uns, das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 5. Mose Kapitel 3. Nach dem Sieg über Sihon von Hesbon kommt der König Og, der Amoriter König von Baschan um gegen das Volk Israel zu kämpfen. Wir lesen ab Vers 2, da sprach der Herr zu mir Fürchte dich nicht vor ihm. Denn ich habe ihn und sein ganzes Volk, samt seinem Land in deine Hand gegeben, und du sollst mit ihm verfahren, wie du mit Sihon, dem König der Amoriter, verfahren bist, der in Hesbon wohnte. Der Gott, der uns den Sieg über Sihon geschenkt hat, kann uns auch den Sieg über Ock schenken. Vielleicht gibt es eine Sünde oder ein Problem, das wir überwunden haben, und plötzlich taucht ein neues Problem auf etwas, was uns nie vor so bewusst gewesen ist. Aber die Erfahrung des Sieges an einem Punkt hilft uns, gestärkt zu werden für den nächsten. So gab der Herr, unser Gott, auch den König Og von Baschan in unsere Hand, samt seinem ganzen Volk. Und wir schlugen ihn, bis ihm keiner übrig blieb. Der Entkommen wäre wieder ein vollständiger Sieg. Und wir nahmen zu jener Zeit alle seine Städte ein. Es gab keine Stadt, die wir ihnen nicht abgenommen hätten. 60 Städte, die ganze Gegend Argob, das Königreich Og von Baschan. Alle diese Städte waren befestigt mit hohen Mauern, Toren und Riegeln versehen. Außerdem hatten es sehr viele, hatte sehr viele andere Städte ohne Mauern. Und wir vollstreckten an ihnen den Bann, wie wir es mit Sihon, dem König von Hesbon, gemacht hatten. An allen Städten vollstrecken wir den Bann an Männern, Frauen und Kindern, aber alles Vieh. Und das Beutegut aller Städte erbeuteten wir für uns. So nahmen wir zu der Zeit das Land aus der Hand der zwei Könige der Amoriter, die jenseits des Jordan waren, vom Arnonfluss bis an den Berg Hermon. Die Zidonier nennen den Hermon Sirion und die Amoriter nennen ihn Senir. Alle Städte der Ebene und ganz Gilead und ganz Baschan bis nach Salcha und Edrei, die Städte des Königreichs Ochs von Baschan, denn nur Och. Ok. Der König von Baschan war von dem Überrest der Rephaite übrig geblieben. Siehe sein Bett, ein eisernes Bett. Ist es nicht in Rabba, der Stadt der Ammoniter? Es ist neun Ellen lang und vier Ellen breit nach der Elle eines Mannes. Dieser Mann schlief in einem Bett, das vier Meter fünfzig lang war. Er war offensichtlich bedeutend größer als Goliath. Wir alle schätzen und lieben die Geschichte von David und Goliath, wo ein treuer Israelit mit Gottes Hilfe einen Riesen besiegt. Aber hier haben wir eine Geschichte, wo ein ganzes Volk von treuen Israeliten unter der Führung Moses, unter der Führung Gottes, eine ganze Nation von Riesen besiegt, unter der Führung eines überaus riesenhaften Königs. Gott sehnt sich nicht nur nach einem einzelnen Helden hier und dort, er sehnt sich nach einem Volk, das gemeinsam unter seiner Führung die Riesen des Unglaubens und der Sünde besiegt. Er möchte, dass sein Volk nicht einzelne, sein Volk das gelobte Land erobert. Wenn er nur auf einzelne geschaut hätte, dann hätte er schon Josua und Caleb 40 Jahre zuvor in das gelobte Land bringen können. So wartet er auch heute auf das Volk als Ganzes, das bereit ist, ihm zu folgen, kostet es, was es wolle. Auch wenn wir menschlich gesehen vielleicht Angst haben oder, oder Schwierigkeiten sehen, wenn wir ihm trotzdem folgen, wenn wir trotzdem der Wolken- und Feuersäule voran, folgen, weil sie uns vorangeht, dann erleben wir echte Gerechtigkeit aus dem Glauben. Dieses Land nahmen wir zu jener Zeit in Besitz von Aroer an, das am Arnon-Fluss liegt und ich gab das halbe Bergland. Giliam, Giliad samt seinen Städten den Rubenitern und Gadidern. Aber das übrige Giliad und ganz Baschan, das Königreich Ochs, gab ich dem halben Stamm Manasse, die ganze Gegend Agob. Das ganze Baschan wurde das Land der Rephaiter genannt. Jair, der Sohn Manasses, nahm die ganze Gegend Agob ein, bis an die Grenze der Geschuriter und der Machatiter, und nannte sie nämlich die Gegend Baschan, Dörfe Jairs, wie sie bis zum heutigen Tag heißen. Dem Machir aber gab ich Giliad. Und den Rubenitern und Gaditern gab ich das Land von Gilead bis an den Anonfluss, der mitten im Tal die Grenze bildet, und bis an den Jabok, den Grenzfluss der Ammoniter. Dazu die Araber und den Jordan, der die Grenze bildet vom See Genezareth bis an das Meer der Araber, nämlich das Salzmeer unterhalb der Abhänge des Pisga, der östlich davon liegt. Und ich gebot euch zu der Zeit und sprach: Der Herr, euer Gott, Gott hat euch dieses Land gegeben, damit ihr es in Besitz nehmt, so zieht nun gerüstet vor euren Brüdern, den Söhnen Israels her, alle kriegstauglichen Männer. Nur eure Frauen und Kinder und euer Vieh, denn ich weiß, dass ihr viel Vieh habt. Sie sollen in den Städten bleiben, die ich euch gegeben habe bis der Herr auch eure Brüder zur Ruhe bringen wie euch bringt wie euch bis auch sie das Land in Besitz nehmen das ihnen der Herr euer Gott jenseits des Jordan gibt und dann sollt ihr zurückkehren jeder zu seinem Besitztum das ich euch gegeben habe gott wünscht sich dass wir nicht nur für unsere eigenen belange geistlich kämpfen sondern auch unseren brüdern und schwestern helfen dass auch sie ihre Siege erringen, die Gott ihnen verheißen hat, dass wir auch unseren Einfluss, unsere Ressource, unsere Kraft einsetzen, damit es nicht nur uns persönlich und unserer Familie gut geht, sondern dass die ganze Gemeinde das Land Kanaan erobert. Und Josua gebot dich zu jener Zeit und sprach, deine Augen haben alles gesehen, was der Herr, euer Gott, an diesen beiden Königen getan hat. So wird der Herr an allen Königreichen handeln, zu denen du... Hinüberziehst. Die Siege über die Amoriter hier östlich des Jordans waren Beispiele für das, was Gott tun würde in der Eroberung des gesamten Landes Kanans. Die Siege, die wir jetzt schon mit Gottes Hilfe erringen in unserem persönlichen Leben, sollen uns zeigen, wie Gott in der Endzeit für uns wirken wird und dadurch uns Mut und Trost schenken. Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn der Herr, euer Gott, ist es, der für euch kämpft. Liebe Freund, liebe Freundin, lasst uns diese Lektion nicht vergessen dass Gott für dich und für mich kämpfen möchte. Und ich flehte zum Herrn zu jener Zeit und sprach, ach Herr, Herr, du hast angefangen, deinem Knecht deine Majestät und deine starke Hand zu zeigen, denn wo ist ein Gott im Himmel und auf Erden, Erden der es deinen Werken und deiner Macht gleich tun könnte. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du nicht nur auf einen oder zwei große Glaubenshelden abzielst sondern dass du dir wünschst, dass die ganze Gemeinde, alle wahren Gläubigen, vereint gemeinsam Sieger sind und überwinder in diesem großen Kampf, auch ganz besonders in der Endzeit. Und hilf uns, dass wir lernen, gemeinschaftlich zu kämpfen, füreinander da zu sein, nicht nur auf unser persönliches geistliches Wohl und unsere Familie zu schauen, sondern darauf zu schauen, dass wir als ganze Gemeinde als Ortsgemeinde wie auch als weltweite Adventgemeinde, dass wir als ganze Gemeinde hineinkommen in das Land, das du für uns vorbereitet hast, das bitten wir im Namen Jesu. Amen.